Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Land Hessen bzw. die Landesregierung hat sich mit den Kommunalen Spitzenverbänden darüber verständigt, wie das Land die Kommunen finanziell ausstatten will. Das ist nicht mehr und nicht weniger als die Aufgabe der Landesregierung und des Landes Hessen. Und darüber kann man natürlich, wie der Kollege Matthias Wagner jetzt einfordern, dass da Dankesbekundungen und Behuldigungen seitens des Landtags kommen sollen. Man kann aber auch einfach einmal festhalten, dass das die Aufgabe des Landes ist. Und man kann dann die Kommunen dafür beglückwünschen, wenn sie ihre Verhandlungsziele erreicht haben. Und Sie haben gefragt, was man denn alles falsch finden kann. Darüber können wir ja noch sprechen. Und ich glaube, niemand stellt in Abrede, dass es gut ist, dass die Kommunen ihre Ziele erreicht haben und dass in Krisenzeiten die Landesmittel aus dem KFA mit Mitteln aus dem Sondervermögen ausgebessert und aufgebessert werden. Allerdings, und das haben Sie nicht dazu gesagt, ist doch deutlich geworden, dass der KFA in einer solchen Krise alles andere als sattelfest ist, weil sonst bräuchten Sie ja diese Regelungen gar nicht. Denn ursprünglich war die Nachbesserung des KFA, die ja auch auf Rechtsprechung zurückging, dafür da, den Kommunen eine verfassungsmäßige Mindestausstattung und darüber hinaus Mittel für freiwillige Ausgaben zu garantieren. Und diese Krise zeigt, dass das nicht gelungen ist und dass da etwas falsch ist an der Systematik im KFA. Und jetzt ist es diese Landesregierung, die zumindest auch im CDU-geführten Teil seit 20 Jahren die Kommunen geknechtet hat, sie finanziell nicht genügend ausgestattet hat. Selbst diese Landesregierung sieht sich jetzt gefordert in der Krise, dass sie die Kommunen mit dem im Kern gescheiterten KFA nicht allein im Regen stehen lassen kann, weil sonst wirklich Ungemach drohen würde. Und es ist doch richtig, wenn die Kolleginnen und Kollegen aus der Opposition darauf verweisen, dass das Corona-Sondervermögen es natürlich der schwarz-grünen Regierung deutlich leichter macht. Denn sie finanzieren ja die Hilfen für die Kommunen eben genau aus diesem Sondervermögen und auch aus weiteren Bundesmitteln. Und dann ist es auch richtig, wenn man ihnen sagt, das ist ja schön, dass sie sich diese Möglichkeiten gewähren. Da haben wir vielleicht auch noch mal eine andere Auffassung als SPD und FDP. Aber der Hinweis ist doch richtig. Sie nehmen sich die Mittel aus dem Sondervermögen, um die Kommunen besser zu finanzieren. Aber den Kommunen selber verwehren Sie solche Möglichkeiten mit Ihren ganzen Knebelverträgen, mit Ihren Aufforderungen, Ihren Konsolidierungsvorstellungen. Und da ist es doch ein bisschen fehl am Platze, sich hier als großer Retter darzustellen und feiern zu lassen, meine Damen und Herren. Ja, und dann ist es auch schön, sich hinzustellen und zu sagen, dass es für bestimmte Bereiche wieder Geld gibt. Und Herr Wagner, jetzt hören Sie genau zu. Wir sagen auch nicht, dass das falsch ist. Im Grundsatz finden wir das richtig und auch gut. Wie soll man das auch eigentlich falsch finden? Aber, und zur Wahrheit gehört eben auch, dass in den Bereichen, die Sie hier nennen, Landesmittel schon lange, lange überfällig sind und dass es vor allem in den Bereichen jetzt Mittel gibt, in denen die Landesregierung sich seit Jahren, ja, man muss ja sagen, seit Jahrzehnten mehr als knausrig gezeigt hat. Und das gehört zur Wahrheit dazu, das verschweigen Sie aber gern. Und es ist doch schön, wenn es jetzt Investitionen für Kitas, für Schulen, für Digitalisierung und ÖPNV gibt. Nur sind das alles die Bereiche, die nicht nur wegen der Corona-Krise finanziell in Schwierigkeiten sind, sondern weil die Kommunen seit Jahren und Jahrzehnten hier einen enormen Nachholbedarf haben, weil sie eben vom Land chronisch unterfinanziert worden sind. Den Mangel, den Sie hier adressieren, der beseitigt auch, der wird auch nicht durch die Summen, die Sie hier verteilen, beseitigt. Und Sie müssen schon dazu sagen, dass Sie erheblich selber dazu beigetragen haben, dass der Mangel in den Kommunen überhaupt erst entstanden ist. Und dann passt es ins Bild, dass Sie wieder Sondertatbestände schaffen, Sondermittel zur Verfügung stellen. Nur das Problem ist, mit einer klaren, mit einer nachvollziehbaren und angemessenen Finanzierung der Kommunen hat das mit den Sondertatbeständen alles wenig zu tun. Dann sollten wir uns noch ein paar Fragen im Detail angucken.
gemeinsam in den Haushaltsberatungen mit den Kommunen. Was sich auf den ersten Blick gut anhört, muss dann auch geprüft werden auf die Verteilungswirkung zwischen den Kommunen, wie das mit dem Verzicht der Spitzabrechnung eigentlich sich dann in den weiteren Jahren verteilt und welche Kommunen davon dann auch im Jahr 2022 besonders profitieren und welche auch nicht. Und dann muss man natürlich auch noch einmal über diese konkreten Schutzmaßnahmen, wie Sie sie bezeichnen, etwas sagen. Weil Sie finanzieren hier den Kommunen Maßnahmen, die reichlich spät erfolgen. Wir haben heute schon darüber gesprochen, dass es in dem Schulbereich seit Jahren bekannt ist, dass es erhebliche Mängel gibt. Ich meine, einige mögen das bestreiten, aber die meisten von uns wissen, dass es in Hessen sogar Schulen gab, die aufgrund von räumlichen Mängeln gesperrt werden mussten. Und dann ist es doch völlig zu Recht, wenn man da nachfragt, ob das, was Sie jetzt auf den Weg bringen, überhaupt ausreicht, den Sanierungsstau in den Schulen zu beseitigen. Gelinde denn die Kommunen überhaupt und die Schulen Corona-winterfest zu machen, ob die Verbesserungen da dann tatsächlich ausreichen. Insgesamt kann man noch einmal feststellen, die Übereinkunft von Land und Kommunen, die sichert die Kommunen gegen kurzfristige, immense Finanzierungsprobleme einigermaßen ab. Aber was mit den dann in den nächsten Jahren auftretenden Defiziten passiert und ob das, was hier vereinbart wird, dann wirklich ausreicht, das werden erst die nächsten Monate zeigen. Aus unserer Sicht geht kein Weg daran vorbei, zu einer dauerhaften, besseren, gerechteren und auskömmlicheren Finanzierung der Kommunen zu kommen. Das gilt auch über eine gerechtere Ausgestaltung unseres Steuersystems. Sie kennen da unsere innovativen Vorschläge, mit denen wir auch die Finanzen der Kommunen besser ausstatten können. Eines jedenfalls ist klar, spätestens wenn Sie in einem immer größeren Teil versuchen wollen und versuchen werden, die aufgenommenen Kredite zurückzuführen, dann erst wird sich wirklich zeigen, wer die Kosten der Krise trägt. Wir jedenfalls setzen uns dafür ein, dass es nicht die breiten Teile der Bevölkerung und auch nicht zulasten der Kommunen geht. Vielen Dank.